ist natürlich immer ein bisschen aufregend, jetzt sozusagen eine Person vorzustellen, die auf ein 40-jähriges Schaffen zurückblicken kann, wobei sie sich da auch überhaupt nicht festgelegt hat, sondern Dokumentarfilm, Spielfilm, Kurzfilm, Experimentalfilm, Videofilme produziert hat. Ich würde sagen, allen Filmen ist eigentlich eins, dass sie eine Haltung haben. Verführung, die grausame Frau, 84 in Hamburg in einem, wie heißt das, Keilschuppen aus der Kaiserzeit gedreht, heute unter oder damals auch schon unter Denkmalschutz. Und es ist nun auch eben so eine Flaschenpost aus dieser Zeit, 84, die eben auch Hamburg zeigt, aber eben auch diese anderen Räume und die queere Geschichte. Davon wird Monika, glaube ich, noch viel mehr erzählen können, aber ich sage nur, Friedrich Zimmermann, der rechtskonservative CSU-Bundesinnenminister, der dem Film damals eben in den 80ern alle Zusagen verweigert hat, finanzieller Natur, und unter anderem auch, deswegen ist es sehr feierlich, dass wir den Film hier heute anschauen können, dass ein überengagierter Pfarrer aus Trier seinerzeit folgenreich diesen Film der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien meldete und somit eigentlich hervorgerufen hat, dass der Film 18 Jahre lang auf dem Index stand. Und in diesem Sinne möchte ich Monika Treut nochmal auf die Bühne bitten, bevor wir uns jetzt gemeinsam den Film anschauen. Danke, liebe Anna, und ja, von mir auch herzlich willkommen hier in Metropolis. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, dass ihr hier seid. Und ja, zum Film will ich jetzt gar nicht viel quatschen vorher. Nur so viel, wir sind damals ordentlich verprügelt worden, wie du ja schon gut angedeutet hast. Also auch auf der Berlinale gab es ein Skandal, die Leute sind reihenweise rausgerannt. In der Diskussion im Forum des jungen Films fand das damals statt, wurde sehr geschimpft. Die wunderbare Hauptdarstellerin Mechthild Grossmann wurde ebenfalls extrem beschimpft. Und der Film war einfach zu früh. Da war die bundesrepublikanische Gesellschaft noch nicht reif damals, weil zwei offen lesbische Frauen, Elf Mikisch und ich, die dann noch eine grausame Frau in den Mittelpunkt stellen und spielen mit Motiven aus dem Roman Die Venus im Pelz von Sacher Masoch. Das war 1985 einfach noch nicht angebracht. Und ich freue mich auch total, dass der Film mittlerweile auch so ein kleines Cult-Following hat und immer wieder gezeigt wird. Ich möchte auch an dem Punkt nochmal ganz besonders grüßen von der Elfi Mikesh, meiner Co-Autorin, super tollen Kollegin, Co-Regisseurin, Kamerafrau bei diesem Film. Die Elfi sitzt in Berlin und hat im Moment doch Bedenken, viel herumzufahren. Und sonst wäre sie nämlich auch hier heute Abend. Also herzliche Grüße von der Elfi. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass die Mechthild Grossmann heute Abend hier ist. Ja. Weiß das sehr zu schätzen. Und ja, wir können ja hinterher über den Film sprechen. Und wenn Sie mögen, wenn ihr mögt, bleibt einfach noch nach dem Film da. Und man könnte noch modernerweise eine Triggerwarnung sagen, aber ich glaube, das ist hier nicht vonnöten. Nee, denke ich nicht, sind alle erwachsen hier, weil ja, der Film durfte ja lange Zeit nicht gezeigt werden. No. Okay, also viel Spaß, es darf auch gelacht werden bei dem Film, und ich freue mich und vielen Dank dir nochmal, Anna, ne? Und Manja. Okay, merci, viel Spaß. So, hallo wieder nach diesem zauberhaften Film. Monika Treut hier. Ja, danke schön. Nicht unvorbereitet komme ich. Ein kleiner Merchstand, was nur aus einem Buch besteht, nämlich deiner, deiner Dissertation, die ich natürlich
hier habe und angefangen habe zu lesen. Aber ich weiß ja, dass das sozusagen Starting Point war für deinen Film, um jetzt nicht zu spoilern. Und ich habe mich spontan gefragt, was hat dich eigentlich mehr in den Bann gezogen, diese Dissertation zu schreiben oder den Film zu drehen? Die Antwort ist recht einfach. Das einsame Schreiben ist ja nun nicht sehr lustvoll. Und ich war dann sehr, sehr dankbar, dass die Elle Fimikesh, die ich damals schon bewundert habe mit ihren anderen Filmarbeiten, zu mir kam und sagte, sie sei interessiert am Stoff und sie möchte gern mit mir ein Drehbuch erarbeiten zum Thema Venus im Pelz. Ich habe mich lange auseinandergesetzt mit diesem Roman von Safra Masoch, der 1871 erschienen ist, und der ist so der Prototyp einer masochistischen Geschichte, in dem sehr viel verarbeitet ist auch von der Ikonografie des Masochismus. Und wir haben im Grunde ganz einfach gesagt die Geschichte umgedreht, auf den Kopf gestellt, weil dieser klassische Roman typischerweise die grausame Frau erzieht. Diese grausame Frau ist eigentlich ein Werkzeug seiner Fantasien und Träume, und wir haben das feministisch umgedeutet und haben in den Mittelpunkt eine souveräne Frau gestellt und haben uns bedient auch an dem Roman, der im Grunde auch schon geschrieben ist wie ein Theaterstück, und haben uns sehr inspirieren lassen auch von den Farben, von der Farbdramaturgie, die schon im Roman ausgeführt ist. Also die Farben werden dunkler, die Kostüme von Wanda werden dunkler, und haben eigentlich postmodern uns inspirieren lassen von vielen Elementen aus der masochistischen Ikonografie. Und ich habe mich gefragt, war es denn von Anfang an auch klar, dass dieser Film ausgerechnet im etwas zugeknöpfteren Hamburg in einem Kaiserkeilschuppen, Kinky-Schuppen, den ihr jetzt umbedeutet habt, der ja auch immer noch steht, glaube ich, ne? Da findet immer so ein Radio-Preisverleihung statt, also man kann den auch noch besichtigen tatsächlich, ich glaube habe ich mich jetzt nicht so gut vorbereitet, aber der steht auch noch, und ihr habt einfach in diesem denkmalgeschützten, altwürdigen Ort ja eigentlich auch die Tapeten von den Wänden gerissen und eine ganz andere Geschichte reingesetzt. Ja, damals war das noch nicht denkmalgeschützt, das war eine Zeit des Umbruchs im Hamburger Hafen, der wurde umgestellt zum Containerhafen. Also es war kurz danach, hat die Hamburger Lagergesellschaft das alles verändert, und wir waren eben günstigerweise in der Umbruchzeit, als dieses Gebäude gar nicht mehr in Nutzung war und diese Lagerhausgesellschaft sich gar nicht mehr dafür interessiert hat. Wir mussten nicht mal das Drehbuch zeigen, sondern wir hatten freie Hand und haben da gewaltet und geschaltet, wie wir wollten. Allerdings gab es noch ein böses Nachspiel, weil plötzlich haben sie dann doch erkannt, dass sie diesen Schuppen dann umwandeln wollten in ein denkmalgeschütztes Gebäude. So mussten wir alles wieder zurückbauen. Das war dann nochmal die Strafe im Anschluss. Darf ich fragen, sind alle Innenaufnahmen in diesem Schuppen gedreht? Ja, weitgehend. Das war ein Bürogebäude, und im Anschluss an das Bürogebäude gab es halt diesen großen Schuppen, der heute umgebaut ist, ganz schick ist, wo halt diese Radiopreisverleihung stattfindet. Das ist alles super, super schick. Also das Geschäftsgebäude, das ist noch weitgehend im alten Zustand, aber wie gesagt, denkmalgeschützt, das steht leer. Ich habe mir das neulich nochmal angeschaut. Ja. Der Wert wurde erkannt jetzt. Genau, ihr könnt gerne durch die Masken auch reinrufen. Ich habe auch noch ein Mikrofon, das soll gar kein Zwiegespräch werden.
Ich bin sehr, sehr neugierig, weil wir haben ja Mechthild Grossmann hier. Mechthild hat doch eine kleine Leidensgeschichte mit dem Film auch erlebt. Als der auf der Berlinale Premiere hatte, gab es also böse Bemerkungen von Zuschauern. Also es wurde ja, wie gesagt, erstmal sehr negativ aufgenommen, 1985. Und Mechthild hat es dann auch noch abgekriegt, sozusagen. Mechthild, wie fühlst du dich? Du hast den Film ja jetzt ewig nicht gesehen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, das ist lange her. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Aber schön zu sehen. Ich glaube, ich habe ihn... Bitte die Maske ab. Das auch noch. Es soll Gesicht gezeigt werden. Wir lassen uns nicht lumpen. Es ist die wahre Mechthild Grossmann. Wir haben... Ja, nee, ich habe das wirklich 35 Jahre nicht gesehen. Ja, sieht gut aus. Er hat einen wahnsinnig guten Maskenbildner, kann ich nur sagen. Zwei sogar. Ja, aber der Rolf Baumann war toll. Rolf Baumann war großartig. Großartig, ja. Der war auch wie eine Regieassistenz, weil wir hatten ja im Grunde auch erschwerte Bedingungen. Es war schon saukalt. Wir haben wahnsinnig gefroren, da kann ich mich erinnern. Ja. Und das war kaum mehr mit Heizgeräten irgendwie herzustellen. Also es war schon nicht ohne, sehr sportlich die Drehzeit, kurze Drehzeit und sehr Wochen, oder? Wochen? Ja, knapp, ganz nicht mal. Ja, ja. Strapaziöse Szenen und sehr viel strapaziöse Szenen. Ja, es war jeden Tag, nur es war, was ich ganz angenehm fand, das war, wir fingen mittags um 12 an und drehten bis nachts um 1. Genau. Ja. Französische Drehzeit. Das war ganz gut. Ich habe auch von der Kostümbildnerin gehört, Anne Juth, die Kostümbildnerin, die leider auch nicht mehr unter uns weilt. Und ja, aber Christine von Kalkreuth, ihre Assistentin, lebt noch und die hatte noch sehr bildhafte Erinnerungen, wie es auch war, damals im Freihafen nachts noch mit 20 Paar Schuhen aus dem Alsterhaus, weil der Besitzer vom Alsterhaus war sehr spendabel und hat diese Luxusschuhe ausgeliehen und sie wurden wohl immer wieder irgendwie von der Polizei befragt, aber sind dann immer gut zum Set durchgekommen. Ja, wir wurden ja richtig durchsucht. Ja, jeden Tag. Ja. Wir mussten durch den Zoll. Durch den Zoll. Ja, und es wurde alles ausgepackt, jeder Lippenstift, richtig. Wenn wir nachts um 1 rausgingen, dann fing so ein freundlicher Terror an. Können Sie es mal auspacken? Und wir hatten natürlich auch manchmal Drogen dabei. Also die machten sich einen Spaß und freuten sich immer schon auf uns. Die sind immer gut durchgekommen. Ja. Es gab schon einige Vorfälle. Ja. Wie war es eigentlich, Udo Kier in Schach zu halten? Wieso? Das war super. Wie war euer... Das ist doch ein netter Junge. Ja. Wollte nur so ein bisschen. Wir mussten abends dann immer noch auf dem Kiez mit ihm, ne, so bis 3. Aber das war an sich ganz schön. Ja, Udo tanzt dann nachts noch auf den Tischen da auf dem Kiez. Ja, ja. Aber der war unheimlich diszipliniert und toll, also überhaupt nicht. Und ihr habt schon auch sehr, also, oder überhaupt das Drehbuch, das habe ich mich jetzt nochmal gefragt, inwieweit da bestimmte Stellen unvorhersehbar waren. Also wo es so einen Moment gab, wo es weg vom Drehbuch ging, vielleicht von euren Rollen oder so ein Frei- oder eine Improvisationsstelle gar nicht, oder? Weil es ist ja eine sehr getaktete, sehr wohl... Das war ja eine sehr, da war ja, das war ja schon, ja, hatte ja eine unglaubliche Form. So, improvisieren ist was anderes, ne? Das war schon auch sehr auf die Kamera und dass man sich minutiös, also sehr genau bewegen musste in dem Licht auch so. Aber es war schön, also ich erinnere mich gerne, aber es ist, wo du sagst, ich habe gelitten, ich habe nicht gelitten in Berlin, ich habe mich gewundert. Also,
da war wirklich ein Mann, O-Ton, ein junger Mann, der war jünger als ich, würde ich sagen, damals. Und der stand auf, wir saßen da oben, die Elfi Mekesch, sie, der Udo Kier und ich. Und dann stand dieser junge Mensch auf und völlig, also wirklich ziemlich viel zu an sich und sagte zu mir, sowas kann man nicht spielen, Sie sind ein Schwein. Und ich saß da oben und dachte, Donnerwetter, du musst gar nicht sagen. Und dann hat irgendwie die Elfi was gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ja sein, vielleicht ist das so. Dann, also ich habe mich auch nicht gewehrt oder so. Aber das war O-Ton, richtig so. Unheimlich aufgebracht, das Menschlein. Ja, es gab sehr viele. Es gab viele Beschimpfungen. Also, das liest man ja jetzt noch. Ja, ja. Es gab böse Beschimpfungen und böse Kritiken im katholischen Filmdienst. Stand auch, dieser Film ist. Wie oft liest du den katholischen Filmdienst? Ich habe den noch nie. Haben das ja alles zugeschickt bekommen vom Verleih. Und ich habe noch eine Sammlung von bösen Kritiken, die sind schon sehr lustig. Dieser Film ist rundum überflüssig und ärgerlich. Und was hat Herr Zimmermann gesagt? Diese Mischung aus Erotik und Fäkaliensprache ist niemandem zuzumuten. Da kam schon einiges zusammen. Alle Fälle sehen wir besser aus als Herr Zimmermann. Ja, das stimmt. Man muss aber trotzdem sagen, klar, also du hattest es ja auch eben erwähnt, der Film war zu früh für seine Zeit, sagt man ja manchmal. Wobei ich immer ein bisschen finde, klar, das entschuldigt ja auch ein bisschen die Konservative, oder dass man so sagt, was war denn das denn eigentlich für eine Zeit? Weil eigentlich übers Wasser gesprungen war der Film ja dann relativ erfolgreich und ist eingeschlagen tatsächlich. Ich weiß, du warst in Los Angeles als erstes oder in San Francisco, kannst du noch ein bisschen was über die... Also das lag auch daran, dass damals im Grunde gab es noch keine queeren Festivals, noch das Bewusstsein noch gar nicht so über Film und queere Ästhetik auch, und da gab es aber schon in San Francisco das wunderbare Festival Frameline, und in Los Angeles gab es das Outfest, und die haben sich auf den Film gestürzt, und der hat dann, also auch nicht nur bei queeren Festivals, aber besonders da sein Publikum gefunden. Und auch zum Beispiel in Toronto, obwohl er da auch anfangs verboten wurde. Und zwar, da gab es so ein Board of Censorship, die haben sich angestoßen gefühlt an der Szene im Schuhladen, wo diese Fantasie umgesetzt ist, wie das junge Mädchen als in Pin-Up-Pose auf dem Sofa liegt. Und das wurde dann aber vom Festival verteidigt als künstlerische Fantasie, und damit waren sie ein für alle Mal dieses Board of Censorship los, was sich jeden Film sonst angeschaut hat. Ja, aber für mich war das immer so, die 70er, Anfang der 80er Jahre, Ende der 60er Jahre, die war ja recht nackt, ne? Also da ist dieser Film sehr angezogen. Das muss man einfach mal sagen. Also damals auch im Theater, wenn gespielt wurde in den 60er Jahren, da wurde so viel Nackttheater, da wurden so viele Filme gedreht, wo man nackt, wo man Geschlecht nicht... Also als ich das Drehbuch las, ich sollte das ja nicht von Anfang an spielen, aber die beiden haben mich dann gefragt, ob ich das denn tun würde. Also ich habe nie gedacht, dass da jetzt irgendwas ganz bäh ist oder so. Echt nicht. Ich habe den gelesen und gesagt, ja, aber ja, das Queere hatten sie nicht und das Lesbische hatten sie nicht und das Schwule hatten sie nicht. Aber es sprang doch alles nackt rum und machte sonst was. Aber ich glaube, was da passiert ist, das war auch in der Begründung, dieser Begründung in Anführungsstrichen, der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien,
die haben Dinge weiter in ihrer eigenen Fantasie gesponnen. Zum Beispiel haben die sich... Ich möchte ihre Toilette sein, war der schlimme Satz. Ne? Ja, aber sie sind zum Beispiel auf so Szenen, da sind sie, da haben sie weiter reingedichtet. Zum Beispiel, wo die Justine träumt, dass sie in dieser Pfütze liegt und dieser Mann sie da festhaut. Ja. Und dann fällt er ja über sie und erschießt sich und fällt über sie. Da haben sie eine Vergewaltigung drin gesehen, was keine ist, also ganz klar. Also die haben eigentlich immer einen Schritt in ihrer eigenen Fantasie weitergedacht, was im Film überhaupt nicht da ist. Das ist, glaube ich, das Interessante daran, was ursprünglich mit dem Film passiert ist in der Rezeption. Als Schauspieler weiß man ja auch gar nicht, man liest so ein Drehbuch, man weiß jetzt gar nicht, also mir kam das gut, es gab Lesbische und Schwule, ich wusste aber, dass es Lesben und Schwule gab, da schon, also das war nichts Neues, also das hatte man schon gehört, also das, also als ich das Drehbuch las, ich als Schauspielerin, und ich habe fast immer Theater gespielt, ich fand das nicht... schlimm oder also das ist schon komisch, wie das dann wahrgenommen worden ist, ne? Also gerade durch das Nichtzeigen provoziert eigentlich, also was du gerade ganz schön meintest, dass das dann sogar noch so ein Freispiel hatte, dass sogar dieser Jugendpfarrer aus Trier ja letztlich auch darauf angesprungen ist, was ja trotzdem auch eine recht traurige Geschichte ist, obwohl ich ja noch meinte, ist ja auch irgendwie, naja gut, das ist jetzt die Skandalgeschichte, weil dieser Pfarrer es meldete, Monika kann es besser erzählen, und dann eben der Film 18 Jahre auf dem Index war. Ja, also weil der Film das in der Begründung das sittliche Reifwerden von Jugendlichen behindert und die Identifikation mit Sexualität und Geschlechterrollen verhindert. Also das wurde dann sehr merkwürdig ausgeführt. Das hat das sittliche Empfinden gestört. Und ein Pfarrer aus Trier hat sich darüber echauffiert und hat dann die Bundesprüfstelle informiert. Und daraufhin wurde das von einem Dreiergremium, einem Regierungsdirektor AD, einer vollkommen unbekannten Schriftstellerin als Vertreterin der Kunst und einem Kirchenmann wurde das Ganze dann... Ich habe das nicht so verfolgt. Ich weiß, dass ich mir das manchmal erzählt habe, wenn nur, aber ich habe es auch nicht kapiert. Ich weiß, dass es damals so Videotheken gab. Mhm. Und da gab es immer einen extra Raum für Herren. Das ich nun saukomisch fand. Weil wenn man sich so Videos ausleihen ging und da gab es so einen Raum, der halt so... Und da war das drin, ja. Da bin ich da mal reingucken gegangen, habe gesagt, oh, es ist drin, toll. Aber das wurde verliehen. Also was ich an dem Film immer schön fand, das war dieser wirkliche Humor zu sich selbst. Und der ist ja eindeutig, also ich habe es jetzt nach 35 Jahren gesehen. Ich finde, wenn einer sagt, ich möchte ihre Toilette sein und sie antwortet, ich muss jetzt aber nicht. Also das ist, finde ich, schon komisch. Ja, es ist kompliziert. Wir hatten damals kein Geld, um das durch die sogenannte freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft zu schicken, weil das kostet ja Geld. Wir waren dann am Ende vollkommen abgebrannt. Die Elfie Mekesch und ich, wir haben den ja auch produziert und haben da eine kleine Produktionsfirma gegründet. Und dann war der Film praktisch freiwillig. Damals war die Gesetzgebung auch noch eine andere, also da konnte jeder hingehen, der mit Jugendarbeit zu tun hatte, dann einen Job hatte und konnte dann behaupten, dieser Film verhindert das gesunde Aufwachsen der Jugend in Deutschland. Und so ist es gekommen, dass es dann in diese Bundesprüfstelle geriet und dann wurde das sehr schnell verhandelt. Wir als Produzentin und Regisseurin haben davon keine Information bekommen,
sondern das ging an den Videoverleih, von dem wir auch nichts wussten, weil der Kinoverleih, mit dem wir zu tun hatten, da so einen Unterverkauf gemacht hat, uns gar nichts mitteilte. Und so sind wir erst aus allen Wolken gefallen, als der Film mal im deutschen Fernsehen laufen sollte. Ist er doch nachts. Ja. Ja, hat mir jemand erzählt. Irgendwann. Meine eigene Mutter. Genau. Irgendwann lief er mal auf Vox. Ja. Das war bevor Frau Schröder, die damalige Ehefrau von Gerhard Schröder, sich für Jugendschutz besonders eingesetzt hat. Und dann wurde dieses Jugendschutzgesetz verschärft. Und da hieß es, dass Filme, die auf dieser Liste der jugendgefährdenden Medien sind, überhaupt nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt werden dürfen. Das kam auch nachts um 1:30. Genau, das durfte vorher ab Mitternacht gesendet werden. Ich glaube, da gab es noch keinen Vox. Ich glaube, das ist schon so lange her. Nee, das war auf Vox. Da bin ich relativ sicher. Es war das lange nach dem Film. Ja, ja. Ich weiß, dass ich irgendwann nach Hause kam und meine Mutter, die schon so in den 80ern war, sagte, Püppi, weißt du, was ich gesehen habe? Die fand den aber nicht schlimm. Gut für sie. Ja, also die Gesetzes... Ah, da oben ist eine... Frau Grossmann hatte es eben angedeutet, hatten Sie für die Rolle, sie ist ja sehr omnipotent als Wanda, eine andere Schauspielerin im Auge? Ja, wir hatten einen längeren Casting-Prozess. Das ist das Traurige. Es gibt eine, ja. Das habt ihr mir erzählt. Magdalena Montezuma, ja. Für die war das an sich. Genau, war das mal ursprünglich gedacht und die Magdalena ist dann gestorben. Ja, das war unsere erste Idee. Und dann haben wir aber die Mechthild Grossmann gesehen. Und die war so schön. Ja, absolut. In ihrer One-Woman-Show, da sind wir nach Köln gekommen, da hast du deine Show Wo meine Sonne scheint gespielt. Das war ein Ein-Personen-Stück, ja, keine One-Woman-Show. No. Whatever. Auf jeden Fall war das so toll, dass wir gesagt haben, wir möchten unbedingt die Mechthild für diese Rolle. Ja, die Georgette hat da was vermittelt, ne? Georgette, die interessiert mich natürlich. Wie kam sie zu dem Stück, zu der Rolle der Friederike? Ich hatte die Georgette irgendwo gesehen in Hamburg, ich weiß gar nicht mehr wo, in irgendeinem kleinen Etablissement. Das war noch vor dem Schmitz-Theater. Da sah ich sie und fand sie sehr spannend, sehr interessant. Und dann haben wir uns angefreundet und dann hat sich das so ganz organisch entwickelt. Ja, ich kannte Georgette aus dem TAT in Frankfurt und ich fand die immer großartig. Finde. Ja, darf ich mal fragen, haben denn die damaligen Stimmen und Kritiker, haben sie sich wirklich nur auf diesen anstößigen Inhalt fixiert und fokussiert? Oder gab es da auch Stimmen, die das Künstlerische tatsächlich gesehen haben? Also diese wunderbare Ästhetik und dass da auch mal andere Kritik laut wurde? Gab es schon. Gab Leute, die also Elfi kriegte sehr viel Lob ab für die Kamera. Und ja, du hast Lob bekommen, zum Beispiel von der FAZ, ich erinnere mich noch, die sagten, dass die Mechthild Grossmann, die in ihrer Androgynität den Gegensatz der Geschlechter aufhebt. Du wurdest sehr gefeiert, also von den intelligenteren Medien wurden die, also gerade die Mechthild, sehr hervorgehoben. Ich weiß, dass es ein paar sehr schöne Kritiken gab und ein paar auch ganz kluge Kritiken, ja. Aber es ist so lange her, wirklich fast 40 Jahre. Das ist so lange. Ich weiß das alles nicht mehr. Mit der Geschichte von deiner Mutter, ne? Ja. Dass die gesagt hat, Püppi, ich hab dich gesehen. Das ist ja auch gar kein pornografischer Film. Das muss man ja auch mal ansehen. Zumal zu dieser Zeit. Ich meine, wenn man
den Film von Wolfgang Petersen im Knast mit Prochno und da hat sich der Bayerische Rundfunk aus dem ersten Programm rausgezogen. Weil es um Homosexualität ging, ja. Ja. Und da gab es nicht eine schlimme Szene. Das ging nur, weil zum Homo. Ich kenn den Film mit Jürgen, ja, ne? Ja. Und die haben sich ja damals auch aus der Münchner Lach- und Schießgesellschaft ausgeschaltet, der Bayerische Rundfunk. Die war auch nicht pornografisch. Die haben sich ja immer ausgeschaltet. Genau. Das, aber das Wichtige ist, dass ein kein pornografischer Film, das ist ein, der würde auch dem Freud sehr gut gefallen. Meinst du? wir haben das ja auch gemerkt, als der Film dann ins Kino kam. Wir hatten dann schlechte Kritiken, es kamen auch nicht sehr viele Zuschauer. Es kamen aber die berühmten Männer in den knisternden Regenmänteln und die sich vorstellten, dass das ein Film für sie ist. Aber die waren, glaube ich, zum großen Teil doch sehr enttäuscht. Ja, ich glaube schon, dass viele, die sich das Video ausgeliehen haben, ganz traurig zu Hause saßen. Weil er das gar nicht erfüllt. Das Cover hat anderes versprochen, sage ich mal, von dieser Videokassette. Die ist ja relativ explizit, oder spielt ein bisschen damit, ne, expliziter zu sein. Was mir heute wieder aufgefallen ist, es gab ja wahnsinnig wenig Geld in dem Film. Das muss man wirklich mal sagen. Ganz viele, die mitgespielt haben, haben gar nichts bekommen. Das war zum Beispiel, dieser eine zum Beispiel, den habe ich wiedererkannt, dieser Stofffetischist, der da nur saß. Es gab Leute, die wollten nur mitspielen. Mhm. Ne? Freuten sich unheimlich, kamen dahin und machten das. Hier ist für ja auch, ohne was. Ja. Hier ist ja auch jemand. Bist du noch da, Dietrich? Ich sehe ihn. Ja. Oh, wo ist Dietrich? Ja, hallo. Da bist du. Dietrich, unser großartiger Filmkritiker, Schauspieler Dietrich Kuhlbrot, bekannt aus Schlingensiefs-Filmen, aus dem deutschen Kettensägen-Massaker. Ja. Dietrich Kuhlbrot. Schön. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Jetzt habe ich dich auch wiedererkannt. Da hinten. Auch in dem Film habe ich dich wiedererkannt. Ja, das war so eine etwas peinliche Szene, wie ich da in dem Film. Ich tauche ja auch auf in dem Film. Ja. Das ist gut zu erkennen. Das sieht noch ganz anders aus. Und da hat es mir eben auch Spaß gemacht, aber ich habe eben so richtig gespielt. Nicht? Ihr habt das anders gemacht, nicht? Ihr seid da eure Person geblieben, nicht? Und ich sitze da und so, oh, ja. Spiele dieses Gucken, nicht? Ja, egal, ich habe einen anderen Beruf gehabt, ich war ja in dieser Stelle, nicht? Der das Urteil gefällt hat über diesen Film. Da bin ich von der Freien und Hansestadt Hamburg auserwählt worden, an die Stelle zu gehen, an die FSK, an die freiwillige Selbstkontrolle und dafür zu sorgen, dass die Urteile richtig zustande kommen. Und ich habe ja auch verschiedene Sachen gemacht, nicht? Also erstmal bin ich da auf, aber ich habe mit dem Film nichts zu tun gehabt. Genau, weil wir den gar nicht eingereicht haben, weil wir am Ende das Geld gar nicht hatten. Ne? Kostet ja. Geld kostet. War wirklich, das war ein, dafür, dass das ein so, ich sag mal, billiger Film war. Sieht halt teuer aus. Das hat wirklich Elfis Kamera hat diesen Film teuer gemacht. Weil der sieht ja nicht aus wie ein billiger Film. Nein. Ne, das ist, und es gab wirklich wenig Geld. Ich habe meine Rückstellung bis heute nicht bekommen. Und nicht zu vergessen die Ausstattung. Wir hatten ganz tolle Leute in der Ausstattung. Manfred Blösser und sein Team. Reinhard Wadi. Und wie gesagt, Anne Juth mit den Kostümen, also das war auch so richtig Labor of Love. Die haben sich total reingehängt und waren sehr, sehr engagiert und haben wirklich auch eine großartige Ausstattung gemacht. Ja, das Licht wirklich, ist auch toll. Das Licht ist Licht toll, ist auch die Spiegel. Aber nochmal, einfach weil ich das so schön fand, wie Christine von Kalkreuth das nochmal gesagt hat, wirklich, dass sie da sich ja auch so in Schale geschmissen haben, also die Ausstattung und die Kostümbildnerin, um dann eben mit dem Geschäftsführer da von dem Alsterhaus zu sprechen, um diese verdammt teuren Schuhe ranzukommen, für nichts. Das war
fand ich irgendwie eine sehr schöne Geschichte, also dass sie da auch wirklich sich in Pose geworfen haben, um das dann letztlich zum Filmdreh rüber zu karren. Sie hatten noch viele Anekdoten. Mechthild Grossmann, vielen Dank, Monika Kroll. Vielen Dank.